So, weiter geht's. Far Cry 4, gleiche Stelle. Ich nehme jetzt die Zipline hier. Weet! Hey, da unten war das Blaue, ist scheiße, aus so einem Propagandading oder so. Was will der jetzt? Wo sind die Wachen bitte? Ich check nicht, wo diese Wachen sein sollen. So, hier soll irgendein Propagandapost oder sowas sein. Wahrscheinlich ist es weiter oben, das wäre richtig scheiße, weil... Ich wollte jetzt... Habe ich zu spät gesehen. Sonst ist es ja egal, mache ich es einfach so mal ab. Naja, ist irgendwo da oben. Ich schaue nochmal in den Raum nach, aber der wird es mit Sicherheit nicht sein. Nee. Ja, mache ich später. Ist jetzt eh wurscht, ist ja nur so ein Poster. Wir gehen jetzt zu Herc, wenn ich weiß, wo der Typ ist. Kann auch sein, dass ich hier... Was ist denn das? Tirta. Okay, also der Spast wird mir nicht auf der Karte angezeigt. Kann also gut möglich sein, dass ich erst irgendwelche Türme irgendwie befreien muss und sowas. Oder einfach erstmal den Storyverlauf weiter verfolgen muss, dass ich die Möglichkeit kriege, überhaupt so Herc-Aufgaben machen. Deswegen mache ich jetzt einfach eine Story-Mission, dass es weitergeht. Genau. Ja, da ist wieder so ein Poster-Ding. Das wird doch schon ein Propaganda-Poster sein. Wisst ihr, das ist ein eingenommenes Gebiet. Ein eingenommenes Gebiet und keiner der Typen, die hier nicht sind, also hier sind wirklich irgendwie keine, kommen auf die Idee, das Poster einfach runterzureißen. Jo, goldener Pfad, ich komme. Auf. Jetzt nicht reingehen wollen. Worüber streiten Sie sich überhaupt? Paganmins Soldaten wollen eins unserer Camps angreifen. Für Armita sind die Informationen, die diese Krieger gesammelt haben, das Wichtigste. Sabal meint, es sei wichtiger, unsere Leute zu retten. Und wie lange streiten Sie schon? Lang genug. Es ist immer derselbe Streit und Ihre Positionen ändern sich nie. Hey, ich will dir nicht auf die Nerven gehen, aber... Du bist doch AJ Gale, oder? Danke, dass du uns hilfst. Alle hier wissen, dass wir schätzen. Vielleicht. Aber jetzt hast du gesehen, was Pagan diesem Land angetan hat. Du bist der Sohn von Mohan Gale. Ob du willst oder nicht, du schuldest Kyrat etwas. Deine Entscheidungen haben Gewicht. Mhm. Und jemand muss die Pattsituation zwischen Armita und Sabal auflösen. Denk daran, solange du hier bist. Also eigentlich hat man gar keine Verpflichtung, weil man kann ja nichts dafür, dass man als der Typ geboren wurde. Genau. Es geht um Menschenleben. Sterben werden wir nichts tun. Es geht hier um Krieg. Wir brauchen die Infos. Wir reden über die Soldaten für den Einsatz. Erinnerst du dich noch an Darpan? Und wenn ich die Wahl habe zwischen Darpan und Informationen, nehme ich die Infos. Sperrt er mich ein, der Huren. Das ist ja jetzt geil. Aber Mieter und Sabal haben unterschiedliche Ziele. Sprich mit beiden Anführern und wähl, wen von ihnen du unterstützt. Deine Entscheidung wird zu einer gänzlich unterschiedlichen Mission führen. Auf diese Weise sorgst du auch in den kommenden Missionen für neue Missionsziele und bestimmst, wer bis zur nächsten Machtverhältnismission Anführer des Goldenen Pfades ist. Ja, okay. Speicher erstmal. Irgendwie geht das jetzt nicht. Machen wir mal Sabal. Ob man dann diesen Typen befreien müssen, wollen können. Nehmen wir den einfach mal Sabal. Ich will dich. Und ich weiß nicht mal, was für ein Angebot der hat. Aber hören wir es uns erstmal an. Stimmt. Eines unserer Lager könnte überrannt werden. Keine Ahnung woran, aber es gibt ein Blutbad. Ich muss ihnen jede mögliche Hilfe schicken. Willst du ein
Dann mach dich auf den Weg. Rebellennageling, Camp des Golempfades beschützt. Ne, jetzt hören wir erstmal an, was die jetzt möchte. Amita, ich besorge die Infos. Okay. Es gab schon länger Gerüchte über einen Großangriff und dann kam Banapur, aber das überzeugt mich nicht. Diese Infos können bestätigen, dass noch Großes bevorsteht. Wir haben seit dem Angriff nichts vom Lager gehört, also pass gut auf. Okay. Erst sagt er zu, jetzt kann ich ablehnen. Also Informationen bringen oder die Typen verteidigen. Wenn wir die Informationen nehmen, könnten wir vielleicht irgendwie später auf was gefasst sein, was die irgendwie machen könnten. Befreien wir die Typen, hätten wir vielleicht die Unterstützung von denen. Und könnten trotzdem die Sachen holen. Aber wenn wir die Mission holen, haben wir diese Unterstützung vielleicht nicht. Also ich habe keine Ahnung. Ich könnte mir das so vorstellen, aber ich nehme jetzt einfach mal die Mission von dem Typen hier an. Alter, wo ist Camp Bravo? What? Da muss ich ganz schön weit fahren. Na, scheiß drauf. Ist der Mikroheli hier? Das wäre sau edel. Hola, warte mal. Ich muss mal kurz gucken. Wo ist denn? Ja, der ist hier. Geil. Nehmen wir natürlich. Okay. Das Ding ist richtig nice, das finde ich so cool, dass sie das reingetan haben. Okay, da ist die Steuerung ähnlich wie beim Auto, aber ein bisschen besser, weil du ja fliegst und musst ja nicht irgendwie achten, dass du irgendwo gegenknallst. Ja, chill. Ah, da unten ist ein Fragezeichen. Also, Season Pass Inhalte werde ich alle spielen. Ich werde alles halt machen. Ich stelle auch alles rein. Also, wenn ihr bleibt einfach dran. Also, ich stelle dann irgendwie, diese Yeti-Kampagne da, benenne ich halt dann auch. Ja, ich weiß, Schützenhilfemarken. Okay, das machen wir, wenn wir da hinten sind. Dann rufen wir die Schützenhilfe. Ich schaue nur, ob ich hier irgendwie... Scheiße. Es ist ziemlich dunkel hier unten in diesem Tal. Ich glaube, niemand sieht mich hier. Da hinten auf diesem Berg hier, da werde ich landen. Ich werde die Schützenhilfe da organisieren. Dann ballern die erstmal rum. Werden die überhaupt angegriffen? Ich weiß es gar nicht. Kann schon sein. Ach, ich muss denen erst die Dienste anbieten. Hat der Spaß kein Telefon? Ich glaub's ja nicht. Ich dachte am Anfang mal, der goldene Pfad wären die Gegner, bevor ich das Spiel hatte. Und das Gras. Ah, das ist cool, wie sich das Gras schon mal bewegt. Halt, ich will absteigen. Absteigen. So, jetzt halt. What's up, man? AJ, schön dich zu sehen. Wir sind bereit für die Bastarde. Ah. Nimm dir die Minen oder geh in das Geschütz. Zeigen wir es denen. Sie können Raubtiere beschwören. Das ist doch mal was, ey. Töte sie, um die Beschwörung aufzuheben. Sind wir schon in Shangri-La oder was? Ja! Ah! Ja, die Mission scheitert. Ich gehe ans MG. Wo ist das MG? Hier. Hoffentlich kommen die nicht von hinten. Wäre ein bisschen scheiße. Ich habe jetzt da Mining gelegt. Ich glaube, den Heli den lasse ich einfach mal hier. Den könnte ich dann sprengen.
werde mal hier auf den Scheiße Ding hier kommen. Mal schon, ob hier die Spasten kommen, wenn ich dann einmal den Sprengfall schieße. Vielleicht, ob ich dann einen Heli erwische. So. Multikill? Hä? Wo kamen die her? Ah. Fahr, wo war der Verbündete, bitte? Multikill. Wo sind denn die Spasten? Ah. Hä? Ja, da ist irgendwie Feuer. Ah, da. Den Hammer. Da sind die Füße von den Spasten. Hey. Hallo. Ah. Ein Adler. Ich werde mir Zeit mit dir lassen, Harami. Soligro, Soligro. Ihr habt euch. Der greift den anderen Adler. Ah, jetzt... Scheiße! Hey! Alter, wie die Schaden machen und mich... Ah, ey, das ist geil gemacht, dass man den Pfeil rauszieht. Und er schaut ihn sich noch an. Wo sind die? Sabah, das Camp ist sicher. Okay, jetzt geh zum anderen Camp und sieh, was du tun kannst. Camp Alpha, fliegen wir hin. Na, da sind, da unten sehe ich schon mal die Idioten. Hallo. Auch genial, dass die Typen statt Schusswaffen mit Bögen angreifen. Das ist zwar jetzt nicht so realistisch, aber eine coole Idee. Da ist der Huren. Da ist noch ein Heli hier oben. Checkpoint. Was ist das für ein Ding? Da ist ein Wolf hier. Stimmt. Habe ich ganz vergessen, dass ich das kann. Was ist jetzt ein Bär gekommen oder? Ich weiß es nicht. Hoffentlich greift er mich nicht heimlich an von hinten, der Bär. Das war knapp. Fick dich, wer greift mich an? Ah, fuck off! Ich habe sie nicht gesehen, also ich werde jetzt erstmal mit der Kamera da schauen. Genau. Wusste jetzt nicht, wann dieses Viech kommt, wo. Immer aufpassen beim Fleisch schmeißen, dass das nicht in deiner Nähe ist. So. Das ist schon erstmal, wo wir hier irgendwelche Spasten finden können. Da kann man hochklettern. Da ist einer. Wo sind die anderen?
So, das Fleisch haben wir schon mal dahinter geworfen. Hey, ich hab doch den anvisiert, den Spasten. Er stirbt doch! Das ist doch perfekt geschossen! Was soll denn sowas? Scheiß drauf. Die haben die vollste Präzision, die Spasten. Und ich schieße und dann zählt's wieder nicht, weißt? Man denkt eigentlich, das müsste genau treffen und dann trifft er im Scheißpfeil irgendwie nicht. Ich weiß nicht, beim 3er war das irgendwie leichter. So, ich habe jetzt keinen Plan, wo jetzt hier noch ein Gegner sein soll. Ja, heilig. Also ich sehe hier keinen mehr. Irgend so ein Spast im Busch wieder hockt. Ernsthaft, dieses Viech da hinten zählt jetzt als Gegner noch. Da läuft er. Okay, das war's. Ruf der Rebell an. Sabah, erledigt. Aber das, wonach Amita gesucht hat, ist nicht hier. Das spielt keine Rolle, Bruder. Du hast Leben gerettet. Ich wusste, du schaffst es. Du hast Mohans Blut, ein wahrer Sohn Kyras. Sabal. Gut. Dann sind wir auch wieder fertig. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao!